Hallo alle zusammen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man auf ein neues Handy wechselt. Wie man nämlich alle Daten von einem alten Handy auf ein neues Handy übertragt. Früher oder später muss jeder Benutzer ein neues Smartphone kaufen oder ein veraltetes Gerät durch ein neues ersetzen. Beim Ersetzen stellt sich die Hauptfrage, wie Sie alle Kontakte, Fotos, Videos sowie Anwendungseinstellungen von alten auf das neue Handy übertragen können. Wenn Sie nach einer Antwort auf diese Frage suchen, werden wir später im Video erklären, wie dies getan werden kann. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, Daten von einem Handy auf ein anderes zu übertragen. Und dieser Vorgang ist viel einfacher und mit nur wenigen Klicks erledigt. Wenn Sie ein älteres Handy ohne Smart Support haben, ist dies kein Problem, da die Hauptaufforderung das Vorhandensein der Bluetooth-Funktion ist. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Schauen wir uns nun genauer an, wie das geht. Übertragung mit Google-Konto. Lassen Sie uns zunächst das Wichtigste übertragen, nämlich Kontakte. Neben Kontakte können Sie auch Software und Einstellungen übertragen. Dies kann über Ihr Google-Konto erfolgen. Dazu müssen Sie die Funktionen Backup und automatische Updates auf Ihrem alten Handy aktivieren. Die erste Funktion aktiviert die aktuellen Parameter und Daten der installierten Software. Die zweite gibt die Anwendungseinstellungen bei einer Neuinstallation zurück. Wir gehen zu den Handy-Einstellungen und aktivieren diese Funktionen. Einstellungen wiederherstellen und zurücksetzen, Backup, Datensicherung aktivieren. Und hier ist Auto wiederherstellen. Fahren wir nun mit dem neuen Handy fort. Öffnen Sie die Einstellungen Konten und Synchronisierung. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konto hinzufügen und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Gleich nach der Anmeldung im Konto werden alle von vorherigen Gerät gespeicherten Einstellungen auf dem neuen Android-Smartphone angezeigt. Hier können Sie auswählen, welche Anwendungen Sie wiederherstellen möchten. Außerdem sollte zusammen mit den Anwendungen alle Daten des Handybuches, E-Mail von Google Gmail und Kalenderereignisse übertragen werden. Kontakte von einem Gerät zum anderen Gerät können über eine SIM-Karte und eine Speicherkarte übertragen werden. Die erste Methode ist relevant, wenn alle Ihre Kontakte auf einer SIM-Karte gespeichert sind, da sie normalerweise auf ein neues Smartphone übertragen werden. Wenn Ihre Kontakte im Speicher des Smartphones gespeichert sind, übertragen Sie sie auf eine SIM-Karte. Öffnen Sie dazu Kontakte und klicken Sie hier auf das Menü. Es sieht aus wie Punkte. Wählen Sie im Menü Import und Export und geben Sie an, wohin exportiert werden soll. Sie müssen eine SIM-Karte auswählen und zustimmen. Aber es gibt einen wichtigen Punkt. Der SIM-Kartenspeicher kann bis zu 200 Nummern speichern. Wenn Sie mehr haben, verwenden Sie eine andere Methode. Exportieren Sie Kontakte auf eine Speicherkarte, falls vorhanden. Wählen Sie hier im Menü Kontakte importieren, exportieren, die Option in Speicher exportieren. Übertragen Sie anschließend die Speicherkarte auf ein neues Handy. Und bereits darauf wählen Sie aus Speicher importieren und wählen Sie die entsprechende Datei. Wenn Ihr Smartphone keine Speicherkarte unterstützt, können Sie diese Datei beispielsweise über Bluetooth senden. Öffnen Sie dazu einen beliebigen Explorer und übertragen Sie die neu erstellte Telefonbuchdatei.
Wenn Sie große Dateien übertragen müssen, zum Beispiel Filme, Musik und so weiter, kopieren Sie sie über Ihren Computer. Verbinden Sie dazu das alte Handy über ein Kabel mit dem PC, kopieren Sie die Daten auf den PC, schließen Sie das neue Handy an und kopieren Sie die erforderlichen Informationen von PC. Lassen Sie uns über die Übertragung von Fotos und Videos sprechen. Es gibt viele Dienste, die Daten automatisch mit dem Cloud-Speicher synchronisieren. Zum Beispiel Dienste Google Photo, Google Drive, Dropbox sowie Marken, Cloud-Dienste wie mit Drop. Wenn Sie die automatische Synchronisierung mit einer dieser Dienste konfiguriert haben, müssen Sie nicht kopieren. Es wird ausreichen, in einen solchen Tresor zu gehen und Sie werden alle Ihre Fotos und Videos hier sehen. Wenn die Synchronisierung deaktiviert ist, können Sie sie auf Ihrem alten Gerät aktivieren und warten, bis die Daten in den Dienst hochgeladen wurden. Öffnen Sie sie dann auf dem neuen Handy und falls Sie Ihre Fotos und Videos darauf herunterladen müssen. Um die Synchronisierung zu aktivieren, öffnen Sie das Programm, gehen Sie zu den Einstellungen und aktivieren Sie hier das automatische Laden und die Synchronisierung. Zur Übertragung von SMS benötigen Sie jedoch ein Dienstprogramm eines Drittanbieters. Wenn Sie wichtige SMS haben, die Sie auf ein neues Gerät übertragen möchten, verwenden Sie einer der Übertragungsprogramme. Sie werden viele von Ihnen im Shop finden, zum Beispiel SMS Backup und Restore. Mit diesem Dienstprogramm können Sie mit wenigen Klicks in wenigen Minuten ein SMS-Archiv von einem alten auf ein neues Handy übertragen. Es gibt auch viele Dienstprogramme von Drittanbietern, mit denen Sie nicht nur SMS, sondern auch alle anderen Daten von einem Telefon auf ein anderes übertragen können. Ich zeige Ihnen das Beispiel des Dienstprogramms ConAid. Installieren Sie diese Anwendung auf beiden Geräten und führen Sie sie aus. Aktivieren Sie dann Wi-Fi und klicken Sie auf dem alten Handy auf die Schaltfläche Senden und dann auf das neue Akzeptieren. Warten Sie, bis beide Smartphones eine Verbindung hergestellt haben. Wählen Sie dann die Dateien aus, die Sie senden möchten und klicken Sie zur Bestätigung auf die entsprechende Schaltfläche. Mit diesem Programm können Sie Kontakte, Anruflisten, Anwendungen, SMS, Fotos und Audio, Systemeinstellungen und so weiter übertragen. Nach Abschluss des Vorgangs befinden sich Ihre Daten auf dem neuen Handy. Wenn Sie beim Wechsel zu einem neuen Handy Bedenken hinsichtlich der Korrespondenz in Messenger haben, ist es auch nicht schwierig, diese auf ein neues Telefon zu übertragen. Werfen wir einen Blick auf einige beliebte. Der erste Messenger, von dem wir Ihnen erzählen werden, ist WhatsApp. Hier gibt es zwei Optionen: ohne die Nummer zu ändern und mit Änderungen. Wenn die Übertragung ohne Änderung der Nummer durchgeführt wird, reicht es aus, die Messenger-Daten nach Google Drive zu exportieren und diese Daten auf einem neuen Gerät wiederherzustellen. Öffnen Sie dazu das Menü und wählen Sie den Punkt Einstellungen. Gehen Sie dann zum Abschnitt Chats und wählen Sie hier Chat Backup. Am Ende dieses Abschnitts müssen Sie auf den Punkt Konto, Account achten. Die E-Mail-Adresse sollte dort angezeigt werden. Wenn dies nicht angezeigt wird, müssen Sie die Authentifizierung mit Google Drive installieren und der App die Berechtigung zum Zugriff auf die Daten erteilen, indem Sie die Option Zulassen auswählen. Jetzt ist alles für den Export bereit. Der Benutzer muss nur noch auf die grüne Schaltfläche Sichern klicken und warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Der nächste Schritt besteht darin, das neue Gerät für die Übertragung vorzubereiten. Zunächst müssen Sie sich beim demselben Google-Konto wie auf Ihrem alten Handy anmelden, falls Sie das nicht getan haben. Wenn WhatsApp bereits installiert wurde, deinstallieren Sie die Anwendung und installieren Sie sie erneut. Jetzt können Sie sich mit Ihrer alten Telefonnummer bei der WhatsApp-Anwendung anmelden, wenn Sie aufgefordert werden, nach einem Backup zu suchen und auf Kontakte und Dateien auf dem Gerät zu zugreifen.
klicken Sie auf Weiter und Zulassen. Wenn alles richtig gemacht wurde, erscheint die Meldung Backup gefunden. Es bleibt die grüne Taste Wiederherstellen zu drücken und auf das Ende des Vorgangs zu warten. Wenn Sie die Nummer zusammen mit dem Handy geändert haben, müssen Sie Folgendes tun. Im Gegensatz zur vorherigen Option müssen Sie vor dem Sichern in der Cloud die Funktion Nummer ändern verwenden. Starten Sie dazu WhatsApp auf Ihrem alten Telefon und gehen Sie im Einstellungsmenü zum Abschnitt Konto Account. Wählen Sie unter den angebotenen Optionen den Punkt Nummer ändern. Als nächstes sehen Sie einen Schalter, in dem Sie die alten und neuen Nummern eingeben müssen. Nach Bestätigung der Eingabe wird eine SMS mit einem Code mit der neuen Nummer auf das Handy gesendet. Dieser Code muss in das entsprechende Feld des alten Handys eingegeben werden. Das ist alles. Die Nummer wurde geändert. Jetzt müssen Sie nur noch eine Sicherungskopie erstellen und sie auf ein neues Gerät zu übertragen. Wie es geht, habe ich schon früher gesagt. Im Viber Messenger ist es jetzt viel einfacher als zuvor, Ihren Nachrichtenverlauf auf ein anderes Handy zu übertragen. Die Entwickler haben dafür gesorgt, dass Benutzer ihre Chats nicht verlieren, wenn sie zu einem anderen Gerät wechseln. Öffnen Sie dazu das Menü Einstellungen, Konto, Backup, Datensicherung. Um Nachrichten sichern zu können, müssen Sie eine Verbindung zu Google Drive herstellen. Klicken Sie dazu unter Google Drive, Verbindung nicht möglich, auf Einstellungen ändern. Wählen Sie das Konto aus, über das die Verbindung hergestellt werden soll, und klicken Sie auf OK. Ermöglichen Sie der App, Daten in Google Drive zu verwalten. Nach der korrekten Ausführung des vorherigen Punkts kehrt das Gerät automatisch zur Anwendung und Ihren Backup zurück. Hier müssen Sie auf Kopie erstellen klicken. Wir warten auf die Erstellung der Anwendung. Laden Sie anschließend Viber herunter, installieren Sie die Daten und geben Sie sie auf einem anderen Gerät ein. Wir gehen zum selben Abschnitt und stellen eine Verbindung zu Google Drive her. Klicken Sie auf Wiederherstellen. Durch Bestätigen von Wiederherstellen werden alle Textmitteilungen der Anwendung wiederhergestellt. Diese Methode garantiert jedoch nur die Beibehaltung des Briefwechsels. Bei einem Wechsel zu einem anderen Gerät können jedoch Mediendateien verloren gehen. Es ist oft wichtig, solche Daten nicht zu verlieren. In diesem Fall müssen sie separat gespeichert werden. Öffnen Sie dazu den Dateimanager des Geräts und suchen Sie den Ordner Viber darin. Er sollte einen Media-Ordner enthalten, der alle Mediendateien der Anwendung enthält. Sie sind in drei entsprechende Ordnern sortiert. Übertragen Sie auf eine der zuvor erwähnten Arten Dateien oder sowohl Ordner auf ein anderes Gerät, über ein USB-Kabel, über Bluetooth, per E-Mail und so weiter. Es ist jedoch zu beachten, dass das Übertragen dieser Dateien nicht die Wiederherstellung in Dialogen garantiert. Trotzdem gehen wichtige Fotos, Videos und Audiodateien nicht verloren. Im Falle von Telegram, da das Programm ein Cloud-Server ist, werden alle Informationen auf den Servern des Unternehmens, der hergestellt, gespeichert. Dies gilt für alle Informationen, sei es Bilder, Videos, Fotos oder Chats im Internet. Daher müssen Sie nur die Anwendung herunterladen und sich anmelden. Und Telegram lädt den Verlauf von seinen Servern selbst herunter. Abschließend möchte ich sagen, dass keine der Methoden eine 100% Garantie für die Übertragung all Ihrer Daten auf ein neues Gerät bietet. Sie müssen also darauf vorbereitet sein. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!